So, hallo, zurück zu Rise of the Tomb Raider. Da muss ich doch irgendwas damit machen können, wenn das leuchtet, oder nicht? Oder vielleicht mal wieder erst später. Okay, ich nehme mal das Lämpchen mit. Vielleicht hat das ja doch noch eine Bewandtnis. Eine Ratte! Guckt's euch an hier! Süß. Eine kleine Ratte. Wie ihr ja wisst, liebe ich Ratten. Also ich finde die echt süß. Also allgemein mag ich ja Tiere sehr. Steht da noch einer? Nee. Nur Scheinwerfer. Kann ich dir nicht zerstören? Kann ich nicht. Mist. Naja, was soll's. Halb so wild. Jetzt werde ich hier gerade angetippt am Rücken von meinem Hund. Ich weiß nicht, was sie will, aber sie tippt mich gerade an. Wahrscheinlich achte ich im Moment gerade zu wenig auf sie. Das kommt oft vor. Was heißt oft? Aber jedes Mal, wenn ich sie ignoriere, dann tippt sie mich gerne an, so ungefähr, ja, hier bin ich. Also ich bin ja wohl der Mittelpunkt deiner Welt. Was? Seilpfosten? Okay. Ich will erstmal hier den Busch. Hier brummt's doch. Muss es doch noch was anderes geben, oder? Oder ist es nur das, was hier brummt? Ich glaube, es ist wirklich nur das. Okay. Ja, und nun? Von wo aus muss ich das bitte schön machen? Ist mir gerade ein bisschen schleierhaft. Ach, von da oben aus wahrscheinlich. Wie auch immer ich da hochkomme. Tja, da komme ich doch nicht hoch, oder? Shit, ey. Muss ich erstmal überlegen, wie ich dort hochkomme. Sie macht's nicht. Sie macht es nicht. Dort kommt sie nicht hoch. Für mich heißt es übersetzt, ich muss irgendwie anders hochkommen. Wie auch immer. Aber so komme ich doch nicht hoch. Ich verstehe es gerade nicht. Es muss jedenfalls irgend... Halt! Was war das? Ach, wieder das. Oder vielleicht muss ich so. Ich muss irgendwie. Ich weiß nie, nur nicht wie. Werfe ich diese Scheißflasche hier. Meine Seilbrücke.
eine Seilbrücke zu sch... Ach so! Ja und? L2 gedrückt halten zu zielen? Um einen Seilstrang zu bauen. Ja, super! Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Ja, sie zerrt ja immer dran. Ich verstehe es gerade echt nicht, wirklich nicht. Ich raff's nicht. Oder halt, gibt's da vielleicht irgendwas anderes noch, wo ich drauf ziehen muss? Aber es sieht nicht so aus, oder? Das verstehe ich nicht. Ziehen Sie mit dem Bogen auf die Seilrolle. Ja, ist mir klar. Ach, da oben. Oh, Leute, ey. Es kann nicht wahr sein. Ja, warum macht es jetzt nicht? Ach so, sie hat es gemacht. Okay, damit ich hochklettern kann. Ja, ist gut. Alles klar. Ich habe es begriffen. Gut. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Was ist mit dir? Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so bald wie möglich. Wir kriegen nichts über Satellit rein. Zu viele Störungen. Dicht der Wolkendecke. Als ob dieser Ort nicht existieren würde. Sollte er auch nicht. Wenn Jacob, was macht er da? Was? Ort ausgesucht. Nee, oder? Sag mir jetzt nicht... Dass der auch ein Spion ist. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Ich komme nicht hoch. Ich muss hier lang. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet... Na, stirb halt, du Dreckstück. Mir geht's gut. Boah, ey, ich hasse Verrat. Alles gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Oh. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Wie kann man so einen Arsch lieben? Verstehe ich nicht. Gönn mir doch mein Vergnügen.
Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Oh, nee. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk Schwester? Ja. Schwester? Sagt er das nur so? Oder ist es wirklich seine Schwester? Kann natürlich sein, dass er das nur so sagt. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet, die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, oh Gott. Ich finde sie! Oh, Leute! Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Scheiße. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Ja, aber wo denn, Herrgott, nochmal? Schnell! Beeil dich! Durchs Licht! Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Oh, ich hoffe, dieses Dreckstück kriegt noch ihr Fett weg, ey. Dieses Mistvieh. Verdammt, ich muss hier raus. Was hat's denn jetzt für ein Schmuckstück? Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Hier hinten auch nicht. Tja. Dann halt nicht. Und nun? Ich kurbel und kurbel? Ich glaube, das bringt nichts. Ich muss erstmal hier rüber. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann hat sich's erledigt mit mir. Hm, vielleicht kann ich diese Kurbel benutzen. Ich glaube, ja, wunderbar. So wollte ich das. So. Jetzt kann ich durch. Das habe ich natürlich mal so langsam kapiert.
wie das gemeint war. Ah! Oh Gott. Na los. Du bist tot. Shit. Ich hab Angst. Stirb, du Dreckskerl, ey, du Scheißkerl. Du Mistvieh, ey. Oh, ich bin gerade schon so aufgeregt. Gott, nee, ich bin gerade schon wieder aufgeregt hier. Was? Ein Helikopter? Das war ein Treffer! Was? Kannst dich genau erkennen. Stirb, du Scheißvieh, du Drecksvieh! Stirb! Ich bring dich um, ey. Ihr beschissenen Dreckskerle! So ein beschissenes Arschloch, ey. Diese Scheißkerle, ey. Tch.
Tja, erwürgen ist immer noch die schönste, beste Methode. Ist einfach so. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Oh, die ist so krank im Kopf, ey. Die hat sie nicht alle. Also, die ist einfach nur gestört. Kann man so gestört sein, ey? Die hat sie echt nicht alle. Okay, Karte hat aktualisiert. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Ja, super. Verdammt. Scheiße. Oh Gott. Jetzt haben sie ihn wohl. Ich hoffe es natürlich nicht. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Haben Sie Bonus-EP? Ich mache lieber hier erstmal das hier zum Beispiel. Okay, und Waffen? Okay, bei Bogen kann ich wohl nichts weiter machen. Im Moment nicht. Handfeuerwaffen. Sturmgewehr, da habe ich noch nichts gemacht. Das heißt, wir schauen mal. Den bewirkten Schaden. Das ist doch wunderbar. Wunderbar. So. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was mit Jacob ist. Einmal durchquetschen. Oh, Scheiße. Oh, ich bin schon wieder vor lauter Aufregung hier. Na komm. Das war ein Treffer. Wow,
Scheiße! Ich dachte, das erwischt mich nicht so hart. Hab sie! Weiterfeuern! Super! Okay. Das war jetzt nicht so der Plan. Okay, aber da ich meine Zeit erreicht habe, mache ich hier einen Stopp und bis zum nächsten Mal.